Wir kommen jetzt noch zu unserem letzten Referenten, Professor Karl Otto Weiß, der die Thesen des Club of Rome von den Grenzen des Wachstums und der Behauptung, dass unsere Erde ein abgeschlossenes System sei, widerlegen will. Dies ist umso wichtiger, als es die Thesen des Club of Rome waren, die die Welt in das Paradigma des Kampfes um Ressourcen gestürzt hatten, das dann als Begründung für die Kriege der letzten 40 Jahre herhalten mussten. Vor allem die Jüngeren unter Ihnen haben nie etwas anderes kennengelernt und deshalb auch nie den Optimismus der Zeit des Apollo-Projektes erfahren können. Professor Weiß hatte bereits im Juni 2015 auf einer Konferenz des Schiller-Instituts in Paris vor dem Pariser Klimagipfel vor dem CO2-Schwindel gewarnt. Das Wetter auf der Erde wird nicht von dem hier von Menschen produzierten CO2 gemacht, sondern von unserer Galaxie, da die Erde kein abgeschlossenes Treibhaus ist. Professor Weiß war Direktor und Professor an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig und forscht seit Jahren über die Temperaturentwicklung der letzten Jahre. Der heutige Vortrag ist auch eine kleine Herausforderung an ihn gewesen. Ja. Herzlichen Dank für die Einführung und herzlichen Dank für das Publikum, das trotz später Stunde immer noch zahlreich den Saal füllt. Ja, wir haben also in den Vorträgen bisher sehr viel über aufregende Zukunftsperspektiven gehört. Als Physiker ist man natürlich auf dem Fußboden der Tatsachen und man sagt sich, wie komme ich von hier, wo ich bin, zu dem Ziel, zu den interessanten aufregenden Zukunftsperspektiven. Was macht man zu dem Zweck? Man macht zunächst eine Bestandsaufnahme. Das heißt also, in dem Falle gucke ich mal, wie sieht es eigentlich aus? Stützt die Bevölkerung diese Visionen? Und dann nach der Bestandsaufnahme sagt man natürlich, welche Parameter stehen mir denn zur Verfügung, um zu erreichen, dass ich dahin komme, wo ich gerne hinkommen will. So ist das in der Physik und so ist das bei allen praktischen Dingen. Ich habe, wie gesagt, ich habe betont, dass die Vorstellung der Erde als geschlossenes System, was begrenzt ist, was man immer von allen Grünen hört, Quatsch ist und dass letztlich die Kreativität, also unser Erfindungsreichtum technischer Art, die wichtigste Ressource ist, kein Zeitalter ist an Mangel bisher zugrunde gegangen, sondern Zeitalter wurden immer abgelöst durch bessere Erfindungen als das, was gerade vorhanden war. Deswegen also Kreativität die wichtigste Ressource. So, und jetzt kommt die Sache mit der Bestandsaufnahme. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich merke immer wieder, wie sehr in der Bevölkerung der Optimismus verloren gegangen ist. Ich habe studiert in einer Zeit, wo man eigentlich noch sehr optimistisch war. Und die Zeit hat sich komplett geändert. Also das will ich ein bisschen beschreiben, dann gehe ich darauf ein, welche politischen Dinge stecken da eigentlich dahinter. Und die politischen Dinge, die ich erzähle, sind natürlich meine eigene Analyse und kann auch mal nicht zutreffen. In dem Falle die alte Regel, correct me if I'm wrong. Ja? So, jetzt die Frage der Optimismus, was ist verloren gegangen? Mir ist dazu ein eigentlich sehr poetisches Textstück von Jean Paul mal in die Hände geraten, das ich jetzt mal einfach benutze, um zu beschreiben, was uns eigentlich verloren gegangen ist. Das haben wir jetzt im nächsten Bild. Jugend und Ruin, einstürzende Vergangenheit und ewige Lebensfülle bedeckten das mycenische Gestade und die ganze unabsehliche Küste. An die zerbrochenen Aschenkrüge toter Götter, an die zerstückten Tempel Merkurs, Dianens, spielte die fröhliche, leichte Welle und die ewige Sonne. Felsen und Tempeltrümmer lagen untereinander auf der bunten Lava. Alles blühte und lebte, das Mädchen und die Schiffer sangen, die Berge und die Inseln standen groß im jungen, feurigen Tage. So, ich bin jetzt natürlich der Physiker. Ich hatte ein wunderbares Leben als Experimentalphysiker für 40 Jahre mit sehr viel Stress und wunderbaren Mitarbeitern, mit wunderbaren Studenten, mit Freunden aus aller Welt, mit denen wir Projekte machten. Und in dieser Zeit
musste man beobachten, dass die Stimmung in der Bevölkerung oder im bürgerlichen Lager, auch bei den akademisch Studierten, immer düsterer wurde und immer weniger optimistisch war. Wir hatten zu Anfang meiner Studienzeit noch das Gefühl, okay, also nach einiger Zeit werden wir überhaupt nicht mehr arbeiten, sondern nur noch die Roboter werden für uns arbeiten und wir werden ein paradiesisches Leben haben. Und das wird für alle so sein und es gibt keine Armut mehr. Das war unsere Idee. Und diese Idee kam in den 40 Jahren immer mehr abhanden. Gut, also dieses ist das, was verloren gegangen ist. Verloren gegangen ist das Gefühl des Aufgehobenseins im Kontinuum der Zeit. Das ist ja ein sehr wichtiges Gefühl, was man haben muss, wenn man sich in der Welt wohlfühlen will. Es ist die Dynamik, das Alte zerbricht, zerfällt. Die Jugend, die Sonne steht für die glänzende Zukunft. Die sanfte, leichte Welle steht für die Schönheit und die Angenehmheit der Erde und des Lebens. Und das ist verloren gegangen. Diese positive Seite ist verloren gegangen. Nun ist es so, wenn man sich die Realitäten anguckt, dann ist überhaupt nicht zu verstehen, wie das passiert ist. Für diesen Zukunftsoptimismus gibt es eigentlich überhaupt keinen wirklichen Grund. Wir brauchen nicht pessimistisch und ängstlich zu sein. Tatsache ist, dass all die düsteren Zukunftsszenarien wie Rohstoffmangel, Klimakatastrophe, finstere Mächte in Russland frei erfunden worden sind. Jeder kann sich davon leicht überzeugen, wenn er sich über Fakten informiert, statt aus unseren Medien. Wir sehen dann sofort, wir können unser Leben wieder genießen, wir können uns, sagen wir mal, was gönnen, einen hohen materiellen Lebensstandard haben. Kurz, wir können das Leben und unsere Kreativität genießen und die Früchte davon genießen, ja. Historisch sind durch unseren Einfallsreichtum, unseren Erfindungsreichtum, wir von einer Mangelgesellschaft, in der viele verhungerten, zu einer Gesellschaft gekommen, wo eigentlich Überfluss herrscht. Unsere Kaufkraft ist seit den 50er Jahren um einen Faktor 10 gestiegen, 1000%. Dazu brauchen wir auch nur noch relativ wenig zu arbeiten. 97% unseres Lebensstandards werden von Maschinen erarbeitet heutzutage. Das heißt letztlich durch Verbrennung von Kohle, Gas, Öl, Kernenergie auch. Angesichts dieses vergangenen Erfindungsreichtums finde ich, dass die Vorstellung, dass wir demnächst in einem materiellen Paradies leben, gar nicht unrealistisch ist. Warum nun bewegen wir uns nicht zielstrebig auf dieses Paradies zu und freuen uns darauf? Das ist natürlich Politik. Jeder Herrscher weiß, dass eine verängstigte, arme Bevölkerung im täglichen Kampf ums Existenzminimum viel leichter zu regieren ist und leicht gefügig zu halten und ausbeutbar ist. Das kann man schon bei Machiavelli nachlesen. Deshalb wird der Erfindungsreichtum seit aller Zeit unterdrückt, ausgenommen vielleicht in Kriegszeiten, vom Römischen Reich bis zur Aufklärung durch die Kirche und heute von den tatsächlich existierenden Besitz- und Finanzeliten, den viel zitierten 60 Familien. Deshalb also in der Bevölkerung die Angstmache vor Kernenergie, Biotechnologie und überhaupt allem, was unser Leben leichter machen könnte. Und deswegen die Ablenkung der Kreativität in Sackgassenfelder wie erneuerbare Energien oder Elektroautos. Zusätzlich wird der Bevölkerung ein schlechtes Gewissen eingeredet, analog der Erbsünde, nämlich, dass die Menschheit allein schon durch ihre Existenz die Erde ruiniert. Tatsächlich ist es aber so, dass die Menschheit die einzige Spezies ist, die in ihren Bedürfnissen zu überleben versucht, so wenig wie möglich mit der Natur grausam zu sein. Alle anderen Spezies machen das viel grausamer, das wird Ihnen jeder Förster bestätigen. Ich denke auch, dass es in den kommenden Jahrhunderten uns gelingen wird, unsere Nahrung synthetisch herzustellen, sodass wir dann auch nicht mehr Tiere töten müssen, um zu überleben. Das wäre eigentlich des Schweißes aller Edlen wert. Die grüne Ideologie, die uns das alles einredet, ist nichts weiter als
Unterdrückung, Verarmung und Ausbeutung der Bevölkerung mit einer etwas modifizierten Religion. In dieser Religion ist das Wort Gott ersetzt durch Natur, das Wort Hölle ist ersetzt durch die Klimakatastrophe, das Paradies ist ersetzt durch die nachhaltige Gesellschaft und die Erbsünde ist ersetzt durch den Energieverbrauch. Das ist nicht zum Lachen, das ist das klassische Rezept aller Religionen, das hier nur leicht modifiziert übernommen wurde. Auch die Arbeitsteilung zwischen Herrschenden und Kirche ist genau die gleiche wie früher. Das heilige Konkordat zwischen Kirche und Herrschern lautete immer, halt du sie arm, ich halt sie dumm. Dass wir in einer Welt mit endlichen begrenzten Rohstoffvorräten leben, die kein Wirtschaftswachstum erlauben, ist schlicht falsch. Der menschliche Körper ist physikalisch, jetzt spreche ich mal als Physiker, das, was man eine dissipative Struktur nennt. Das ist eine Struktur, die wird aufrechterhalten durch permanente Umwandlung von Energie in Wärme. In dem Sinne verbrauchen wir Energie. Dieser Prozess ist irreversibel. In dem Sinne verbrauchen wir Energie. Die Rohstoffe, die angeblich begrenzt sind, werden dabei nicht verbraucht. Die spielen physikalisch-chemisch gesprochen nur die Rolle von Katalysatoren. Sie nehmen über Zwischenreaktionen am Prozess teil, verbrauchen sich aber nicht, man kann sie recyceln und immer wieder verwenden. Das heißt, deren Endlichkeit spielt keine Rolle. Zugegebenermaßen erfordert Recyceln Arbeit oder Energie, aber diese Energie kann auch durch Maschinen geleistet werden. Das heißt also im Fazit, letztlich, was wir brauchen für eine schöne Zukunft, ist Energie und sonst gar nichts. Die Energie ist aber wirklich auch reichlich vorhanden. Wenn wir zum Beispiel mal auf der Homepage vom Bundesamt für Geowissenschaften und Rohstoffen in Hannover, die jedes Jahr die Reichweite vorhandener Ressourcen dokumentiert, wenn wir da nachgucken, dann sprechen die, was Rohstoffe und Energie betrifft, von einer komfortablen Situation. Die bekannten Vorräte reichen noch über 1000 Jahre und 90% aller potenziellen Lagerstätten sind überhaupt noch nicht betrachtet worden. Dazu kommt noch, dass wir auch noch möglicherweise unendliche Reserven an nicht biogenen Kohlenwasserstoffen haben. Wer das nicht weiß, was das ist, dem erkläre ich das gerne in der Diskussion. Wir haben auch riesige Mengen an Methanhydrat in den Meeren. Wir verschwenden zurzeit in unseren Maschinen, die alle auf Verbrennung beruhen, 2/3 der Energie. Auch da kann man mindestens noch einen Faktor 3 gewinnen, zum Beispiel mit Brennstoffzellen. Also man muss ja nicht unbedingt immer über den Umweg Wärme gehen. Gut, weiter haben wir Energie durch Kernspaltung, die nach Schätzungen, das können Sie mal Herrn Ruprecht aus Berlin die Abschätzungen nachlesen, circa noch 100 Millionen Jahre reichen. Das ist vermutlich länger, als die Menschheit existieren wird. Und dazu kommt noch eine Möglichkeit, dass wir auch eines Tages Kernfusionen noch haben. Insgesamt, also Fazit, wir werden einen hohen Energieverbrauch haben. Wir können unseren Lebensstandard vermutlich direkt in Energieverbrauch messen. Also je höher der Energieverbrauch, desto höher der Lebensstandard. Und diese Energie ist da und sonst fehlt nichts. Also eigentlich ist diese ganze Vorstellung von der Erde als endlichem System eigentlich Unsinn. Im Übrigen ist es so, man könnte, selbst wenn alle diese Energiequellen nicht realisierbar werden oder wirklich zu Ende gehen, können wir ohne weiteres, wenn es einem gelingt, Speicher zu realisieren, selbst von der Sonne genügend Energie kriegen, das ist kein Problem. Und man kann sich vorstellen, dass innerhalb selbst dieser 100 oder 1000 Jahre, die wir haben mit vorhandenen Kohlenwasserstoffen, es wahrscheinlich den einfallsreichen Ingenieuren, Physikern gelingen wird, auch mal Speicher für elektrische Energie zu realisieren. Gut, ich persönlich denke, dass die Bedeutung des Zugriffs auf die Energie, die in den Atomkernen steckt, der wichtigste Schritt in der Evolution der Menschheit nach der Nutzung des Feuers ist.
Also das ist ein enormer Fortschritt, der da gemacht worden ist. Und der beruht letztlich darauf, dass die Energie in den Kernen etwa eine Milliarde Mal höher ist als in der Elektronenhülle, die wir im Augenblick durch Verbrennung nutzen. Ich sollte noch vielleicht erwähnen, eine mögliche Lösung des Energiespeicherproblems liegt auch in der Kernenergie. Es gibt schon Versuche, das sind Dinge, die ich schon mal in den 70er Jahren vorgeschlagen habe, die in langlebigen angeregten Kernzuständen Energie zu speichern und auch wieder abzurufen. Das wäre wirklich eine schöne Sache. Man könnte sich dann vorstellen, dass beispielsweise für die Energie eines Autos haben Sie einen Energiespeicher, der ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. Wenn Sie das Auto nach 400.000 Kilometer wegwerfen, bauen Sie die aus und benutzen dieselbe Energiequelle noch für weitere 100 Autos. Also das ist enorm, was man da mit der Kernenergie oder Kernenergiespeicherung machen könnte. Da gibt es auch Versuche, in Heidelberg ist eine Gruppe dabei, das zu Grundlagenforschung im Augenblick. Gut, neben diesem angeblichen Problem der Endlichkeit der Erde werden aber noch andere Katastrophenszenarien benutzt, um den Leuten Angst zu machen. Zum Beispiel die viel zitierte Klimakatastrophe. Die ist historisch, war die ja so, dass es eine Abkühlung in den 70er Jahren gab durch die bekannte atlantisch-pazifische Oszillation. Das ist ein ganz regelmäßiger Vorgang. Und die Fachleute erzählten uns damals, es gäbe jetzt eine neue Eiszeit und die sei hervorgerufen durch die Rußemission bei der industriellen Verbrennung von Kohle, Gas, Öl. Dann wurde die Erde aber gar nicht mehr kälter, sondern wärmer. Und dann erzählten uns dieselben Fachleute, ja, die Erde würde nun wärmer und es wäre alles ganz schlimm durch die CO2-Emissionen, die bei der Verbrennung entsteht. Für diese Behauptung gibt es überhaupt gar keinen Nachweis. Und ich möchte Ihnen nur mal erzählen oder darstellen, auf welcher Faktenlage diese Behauptung überhaupt basiert. Also Sie sehen hier Modellrechnungen verschiedener Autoren, die es so gibt, als Funktion der Zeit, vorausgesagt die Temperatur, also hier bis 2030, anhand verschiedener Modellrechnungen. Die sind im Jahre 1985 angepasst, man sieht auch den ersten El Niño da als Peak und dann gehen die Temperaturen halt in die Höhe. Ja, nun haben wir lauter verschiedene Modellrechnungen. Die Frage ist, welche ist eigentlich die richtige? Das entscheidet man in der Physik bekanntlich durch Messungen. Ja? Die Messungen sehen Sie da unten. Das ist UAH, das ist also die Satelliten, also Auswertung von Satellitenmessungen. Und Headcrat ist also die Temperaturskala des Englischen Instituts, welches für die eins der Institute ist, welche für die Weitergabe von Daten an den Weltklimarat zuständig ist. Wie man sieht, tut sich seit 2000 oder so, sogar 1985 in der Temperatur nicht viel. Es ändert sich nichts mehr und man könnte eigentlich nur schließen, dass Modelle, die keine weitere Voraussage machen, also keine Temperaturerhöhung mehr machen, dass die zutreffend sind. Stattdessen wird behauptet, das ist die dicke gepunktete Linie, der Mittelwert aller falschen Modelle sei die Wahrheit. Ja, das ist so, als ob Sie sagen, wie viel ist 2 und 2? Dann würde einer sagen, ja, das ist 4 und jemand anders würde sagen, es ist 6 und dann einigt man sich darauf, per ordre du Mufti, also die wahre Antwort ist 5. Ja, 2 und 2 ist dann 5. Dem entspricht diese Logik. Weiter gibt es keine wirklichen Befunde, die irgendetwas darüber aussagen, dass CO2 irgendeinen Einfluss auf die Erdtemperatur hat. Es gibt aber hunderte von Papieren, die zeigen, dass das überhaupt nicht möglich ist, dass CO2 einen Einfluss auf die Erdtemperatur hat. Das wäre in jeder normalen Wissenschaft, wo eine einzige Widerlegung reicht, um eine Hypothese zu
falsifizieren, das Ende der ganzen Diskussion. Hieran sieht man, wie sehr das alles inzwischen gar nichts mehr mit Wissenschaft zu tun hat, dass es alles politisiert ist. Und man muss auch wirklich wissen, dass das, was in den wissenschaftlichen Zeitschriften steht und das, was in Medien berichtet wird, das sind zwei getrennte Welten. Die haben miteinander nichts zu tun. Die Medien behaupten ganz andere Dinge, als was in der wissenschaftlichen Zeitschrift existiert. Gut, also das ist sozusagen die Begründung, die für diese Katastrophenszenarien herhalten muss. Jetzt komme ich zu der Frage. Moment. Es hat natürlich immer Änderungen der Welttemperatur gegeben. Worauf sind die denn zurückzuführen, wenn nicht, wie behauptet, auf eine menschliche CO2-Emission? Das sehen wir jetzt im nächsten Bild. Wir, das heißt ich mit ein paar Kollegen, also in Deutschland, China, auch in Amerika, haben uns mal dran gesetzt und haben 2000 Jahre Temperaturen ausgewertet. Die kriegt man weltweit aus Baumringen, Sedimenten, Muschelschalen, alles, wo das Wachstum sehr stark von der Temperatur abhängt. Da gibt es, hier verstecken sich in diesen grau gemalten Werten etwa 50.000 Messwerte für über 2000 Jahre. Gut, die Definition von Klima ist jetzt das 30-jährige gleitende Mittel. Das heißt, man macht zu jedem Punkt plus minus 15 Jahre und trägt das den Mittelwert auf. Und was wir dann bekommen, ist die blaue Kurve. Diese Kurve nicht, sondern erstmal zu sagen, hat die blaue Kurve wirklich etwas mit der Welttemperatur zu tun? Was wir sehen, ist im Jahre 0 ein Maximum, im Jahre 1000 ein Maximum, jetzt ein Maximum. Das sind wohlbekannte historische Fakten. Ja, das ist das römische Optimum, das bekannte, das ist das mittelalterliche Optimum. Wir sehen auch die kleine Eiszeit im Mittelalter, besonders das Minimum um 1450. Da ist in der Biografie von Ludwig dem 11. nachzulesen, dass 1450 die Weinstöcke in Südfrankreich alle erfroren sind. Das war also eine wirklich sehr kalte Zeit und das wird hier richtig wiedergegeben. Man sieht auch den Anstieg von 1850 bis 2000, also in Blau, der immer als Beleg für einen Einfluss von CO2 herangezogen wird. Auch den gibt es richtig wieder. Das heißt also, die blaue Kurve ist etwas, die offenbar die Realität richtig widerspiegelt. Die Messwerte haben wir jetzt untersucht auf Zyklen. Das nennt man in der Physik Fourier-Analyse. Das heißt, wir gucken, was verstecken sich in diesen Messwerten für Zyklen. Und was rauskommt, sind in diesem Falle ganz klar 4 Zyklen. Die sind alle bekannt aus lokalen Untersuchungen, also aus Höhlen, aus Stalagmiten. Aber was nicht bekannt war, war, wie stark sind die untereinander. Das kommt hier aus der Analyse raus. Und wir können jetzt einfach, da wir wissen, weiter kommt nichts raus, gucken, ob noch andere Einflüsse da sind, indem wir einfach diese 4 Zyklen aufaddieren und gucken, was für eine Temperatur sich dann ergibt. Und das ist die rote Kurve. Und Sie sehen, die rote Kurve entspricht recht genau der blauen Kurve. Das heißt, das ganze Weltklima ist im Wesentlichen durch diese 4 Zyklen bestimmt und irgendein menschlicher Einfluss nicht zu sehen. Insbesondere, wenn Sie gucken nach dem Anstieg von 1850 bis 1990 oder 2000, dieser Anstieg, der immer CO2 angelastet wird, ist in Wirklichkeit ein Produkt dieser Zyklen, wie Sie an dieser roten Kurve sehen. Das heißt eigentlich auch, diese Arbeit haben wir jetzt gerade veröffentlicht, müsste eigentlich auch wieder der Schlussstein für diese ganze Hypothese sein, wird natürlich niemals erwähnt offiziell, die ganzen Arbeiten, die das widerlegen, werden ignoriert. Gut, das also zu unseren eigenen Arbeiten etwas pro domo. Jetzt ist etwas die Frage, was steckt jetzt eigentlich dahinter? Wenn man sich da selbst davon überzeugt, dass diese ganze Geschichte mit dem CO2 nichts an Realität hat, dann fragt man sich natürlich, wer setzt sowas in die Welt und zu welchem Zweck? Und ja gut, da kann man jetzt sehr lange hin und her überlegen. Man kommt dann sehr schnell zu irgendwelchen Schlüssen. Man muss, glaube ich, da den historischen Hintergrund im Auge haben. Es ist ja seit Einrichtung der Federal Reserve Bank, wo ja das Großkapital die
das Monopol auf Gelddrucken erobert hat und seitdem eigentlich die Welt regiert. Seitdem ist ja von gerade dieser Gruppe sehr zielstrebig immer angestrebt worden, eine Diktatur der Hochfinanz mit sozialistischem Anstrich einzurichten zur Beruhigung der Bevölkerung. Und das wurde ja sofort nach 1913 in Angriff genommen. Da gab es den Völkerbund, dann gab es die UNO. Immer mehr gab es übernationale Institutionen, die die nationalen Regierungen aushebeln können. Und es war jetzt so, dass an sich war das gut bekannt. Im Jahre 1911 gab es bereits eine Karikatur. Moment. Ja, das ist eine Karikatur aus einer amerikanischen Zeitschrift und man sieht hier, dass Karl Marx begeistert begrüßt wird von den reichen Leuten. Morgan, Rockefeller, Carnegie, dann steht da auch noch Roosevelt dahinter. Das heißt also, diese ganze Idee des Sozialismus ist gepusht worden vom Großkapital. Das war 1911 gut bekannt, das ist aber doch inzwischen sehr stark in Vergessenheit geraten. Vor kurzem habe ich angefangen, alte Bücher aus den 60er, 70er Jahren, aus den Zeiten der 68er wieder auszugraben. Und man stellt fest, in den soziologischen Untersuchungen, die damals gemacht waren, war das eigentlich ganz als selbstverständlich vorausgesetzt, dass diese Gruppe sozusagen die Welt regiert und dass diese Gruppe sozusagen eine sozialistische Weltdiktatur einführen will. Man glaubte sich jetzt in den 60er Jahren diesem Ziel schon ziemlich nahe. Dann war es aber so, dass ein vorausschauender Politiker, nämlich Robert McNamara, eine Idee kam. Er brachte vor, dass in einer Weltregierungsgesellschaft es keine Kriege mehr geben würde. Und das war ein Problem, weil Kriege sind seit eh und je das beste Mittel, um Bevölkerung zu disziplinieren und ihnen sozusagen Opfer abzufordern. Und da dies nun ein Problem war, gab er das an das Hudson-Institut für Zukunftsforschung, das wurde damals von Hermann Kahn geleitet, vielleicht erinnert sich jemand noch an den Namen. Und die sollten also eine Lösung für dieses Problem erarbeiten. Das Ergebnis dieser Expertise wurde niedergelegt in dem berühmten Bericht von Iron Mountain. Und dieser Bericht von Iron Mountain kam zu drei Schlussfolgerungen. Erstens, ohne Kriege geht es nicht. Also Bevölkerungen ohne Kriege sind unregierbar. Es muss also auch in einer zukünftigen Weltdiktatur der Finanzeliten Kriege geben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, man muss den Leuten mindestens 50% dessen, was sie erarbeiten, wegnehmen. Das heißt also nicht in Infrastruktur oder sowas die Steuern investieren, sondern einfach das Geld sinnlos vernichten. Das ist ganz wichtig, sonst droht schneller Wohlstand, bei dem sich die Bevölkerung möglicherweise ihrer Rechte Bescheid wissen würden, bewusst werden würden. Wie man das ja sehen konnte an deutschen Wirtschaftswunder, auch an den Wirtschaftsentwicklungen Korea, China, Japan, Taiwan, wo man ja zwecks schnellem Aufbau der Wirtschaft darauf verzichtet hat, das Geld zu vernichten, sondern das in Infrastruktur investiert hat. Also das war der zweite Punkt im Iron Mountain Report. Der dritte Punkt, der aber in dem Report eher etwas an der Seite erwähnt wurde, man könne, wenn das mit den Kriegen schwierig würde, den Leuten vielleicht Angst machen mit Umweltkatastrophen. Und es wurde gesagt, solche Umweltkatastrophen wären wahrscheinlich plausibel, weil die Leute sehen, die Flüsse sind verschmutzt und die Luft ist verschmutzt. Und außerdem wurde darauf hingewiesen, man kann solche Umweltkatastrophen auch gezielt herbeiführen, um die Bevölkerung zu überzeugen. Und ich weiß nicht, mir kommt dabei immer also nur so eine Assoziation ins Gedächtnis, die Chemieunfälle von Bhopal und Seveso. Ich will damit jetzt nichts sagen, aber das ist so zeitlich, passt das sehr gut zusammen.
Gut. Diese Umweltkatastrophen, wie gesagt, in dem Bericht wird diesen nicht so viel Chance zur Disziplinierung der Bevölkerung gegeben. Aber, und deswegen ist auch, sagen wir mal, von den wirklich Herrschenden, sagen wir es ruhig so, diese Linie nicht sehr konsequent verfolgt worden. Man hat eher Gelegenheiten wahrgenommen. Also eine Gelegenheit war sicher die Tatsache, dass der Bericht Grenzen des Wachstums rauskam, der eine sehr starke Resonanz fand, obwohl die Gutachter für dieses Projekt alle der Meinung waren, das sei Quatsch. Das wurde dann umgesetzt auf dem italienischen Besitz von Rockefeller, wurde dann der Club of Rome installiert, nach einem Wochenendmeeting finanziert von einer der Rockefeller Foundations. Ja, auch die Idee, jetzt CO2 als gefährlich zu bezeichnen, war eher zunächst mal eine Geschäftsidee. Der größte Energiehändler der Welt, der dann ja krachend pleite ging, Enron, hatte in einer Mitteilung an seine Beschäftigten die Aussage, we intend to make this into a gigantic and long-lasting business. Also sozusagen, das CO2 soll ein Geschäft, ein Riesengeschäft werden. Und erst später ist nun eigentlich drauf gekommen, dass man das auch benutzen könnte, um konkurrierende Staaten mit den USA, speziell Deutschland, wirtschaftlich zu töten. Auch die Gründung der Grünen durch die Amerikanerin Petra Kelly, die ja eine persönliche Bekannte von David Rockefeller war und Stipendiatin der Ford Foundation, die von einer Rockefeller-Stiftung finanziert wird. So machen das Foundations. Ich kenne aus meinem eigenen wissenschaftlichen Leben, wie solche Leute für politische Zwecke gekeilt werden, solche Stipendiaten. Das hatte zunächst keine Absichten ökologischer Art, sondern da ging es mehr oder weniger darum, die Macht des Großkapitals zu erhalten. Der Mechanismus war folgender. Das Großkapital hat ja die Möglichkeit, Geld beliebigerweise für sich zu drucken. Und das war ja zu der Zeit vor dem Vietnamkrieg Gold gedeckt. Im Vietnamkrieg wurde so viel gedruckt, dass sich die Golddeckung nicht mehr aufrechterhalten ließ, wonach die Dollarscheine Papier waren und nichts weiter. Um da jetzt trotzdem einen Bedarf dafür zu erzeugen, wurde durchgesetzt, also dass der Welthandel überwiegend in Dollar also Leitwährung Dollar, und dass das Öl nur gegen Dollar gehandelt werden darf. Nun war es so, dass 10 Jahre, nachdem Deutschland, also deutschen Ingenieuren, die Nutzung der Kernenergie gestattet worden war, die mit ihren Entwicklungen so weit waren, also ich sage nur schneller Brüter, Hochtemperaturreaktor, das sind ja Dinge, die heute alle in China zur Basis der, diese deutsche Entwicklung werden ja heute alle zur Basis in China der Energieversorgung gemacht. Also sie waren so weit gekommen, dass die entsprechenden Kreise, speziell David Rockefeller natürlich, fürchteten, das ganze Öl könnte durch Kernenergie ersetzt werden. Damit wäre die Macht des Großkapitals zusammengebrochen, weil dann die Dollarscheine nichts mehr wert gewesen wären. Öl kann man kontrollieren, Quellen sind lokalisiert, Uran kann man aus dem Meer holen, das ist unkontrollierbar. Deswegen ordnete David Rockefeller ganz persönlich an, den deutschen Hochtemperaturreaktor und den Brüter zu schließen. Die deutsche Regierung hat das sofort angeordnet. Da ging es also nicht um ökologische Dinge, sondern da ging es um Machterhalt einer Gruppe. Natürlich ist allen, sagen wir mal, Eliten und Herrschenden und ihren Zuarbeitern bekannt, dass alle die mit diesem gewaltigen Medienaufwand beschworenen Probleme nichts mit der Realität zu tun haben. Dass Mangel überhaupt kein wirkliches Problem ist, dass CO2 kein Problem ist. Das sieht man schon daran, dass alle die vorgeschriebenen sogenannten Energiesparmaßnahmen in Wirklichkeit gigantische Energievergeudungen sind. Das macht sich gar keiner klar. Das kann man sich aber sehr leicht klar machen, wenn man sich mal vor Augen hält, wie entsteht ein Produkt oder eine Dienstleistung? Letztlich durch Arbeit und Energieeinsatz. Und Arbeit macht 3% des Energieeinsatzes und 97% macht das aus das Verbrennen von Kohle, Gas, Öl in entwickelten Gesellschaften. Das heißt, Sie können einfach am Preis einer Ware oder Dienstleistung vergleichen, ob wie viel Energie da reingegangen ist oder nicht.
tut man das, dann sieht man zum Beispiel bei Wind- und Sonnenenergie, dass der Energieeinsatz für eine Kilowattstunde Elektrizität bei Wind- und Sonnenenergie 3 bis 4 Mal so hoch ist wie in einem Verbrennungskraftwerk. Das heißt, es sind gewaltige Energievergeudungsschleudern und CO2, das angeblich schädlich ist, wird auch völlig sinnlos emittiert. Ja, ich habe das hier nochmal so aufgeschrieben, einfach als Merksatz. Da kann sich jeder mal drüber Gedanken machen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Wenn man das verstanden hat, dann merkt man sofort, dass die ganzen offiziellen sogenannten Energiesparmaßnahmen alle Energievergeudung sind. Dass also das, was angeordnet ist, ist angeordnete Energievergeudung und angeordnete CO2-Emissionen, sinnlose. Ja? Ich bin gerne bereit, ich habe da Texte drüber, wo wir das sehr genau darlegen, dass dieses wirklich so ist. Deswegen habe ich das hier nochmal auf die Folie geschrieben. Diese einfachen Fakten sind natürlich den Herrschenden bekannt. Was ist also der Zweck? Es fällt auf, dass diese ökologischen Argumente ganz speziell auf Deutschland gezielt sind. In Frankreich zum Beispiel sind die Kernenergiezentren sind der Stolz der Nation. Das sind Touristenattraktionen. Da muss man Eintritt bezahlen, wenn man die besichtigen will, stehen in jedem Michelin-Führer drin. 80% aller Texte zum Kernenergieunfall in Fukushima, der im Übrigen keine einzigen übermäßige Strahlenbelastung für irgendwelche Teilnehmer brachte, sind auf Deutschland gerichtet gewesen, sind hier als Propaganda erschienen. Und die Frage ist, warum gerade Deutschland? Und das erklärte sich aber anhand der Rede, die Sie vielleicht kennen, von George Friedman, von dem Stratfor Think Tank, wo er das klärt. Er sagt also Stratfor Think Tank ist eine der Institutionen, die der amerikanischen Regierung sagen, was sie tun soll. Das hat Frau Clinton auch mal sehr schön auf den Punkt gebracht. Also er sagt, die USA haben andere außenpolitische Interessen, das bezog sich speziell auf terroristische Überfälle von Islam-Anhängern. Er sagt dann weiter, das Hauptinteresse der USA-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Warum? Vereint sind die beiden die einzige Macht, die uns bedrohen kann, also die Hegemonie Amerikas bedrohen kann. Und unser Hauptinteresse galt, sicherzustellen, dass dieser Fall, also Deutschland, Russland, sich eine Allianz gründen, wie informell auch immer, dass dieser nicht eintritt. Er sagt wörtlich dann später, für dieses Ziel haben wir Amerikaner 2 Weltkriege geführt. Das sagt er ganz wörtlich. Das war der Sinn und Zweck der Weltkriege. Gut, letztlich ist das nicht so ganz Neues, wenn man die europäische Geschichte der letzten 100 Jahre mal durchgeht unter diesem Aspekt der Verhinderung einer Allianz von Russland-Deutschland, sieht man, dass wirklich genau alles, was passiert ist, darauf zurückzuführen ist. Und das wurde dann ja auch 1944 im sogenannten Morgenthau-Plan nochmal als Plan niedergelegt, also die komplette Zerstörung der deutschen Industrie. Es gab dann noch mehrere andere Pläne, die Bevölkerung betraf. Und es ist sehr deutlich zu sehen, dass nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, als Deutschland als Kampf- und Frontstaat nicht mehr gebraucht wurde, dieser Morgenthau-Plan umgesetzt wurde in Form der sogenannten Energiewende. Die führt nämlich dazu, dass die Kraftwerke, die dauernd mitlaufen müssen, um einzuspringen, wenn kein Wind und keine Sonne weht, unrentabel werden. Fürs nächste Jahr sind 50 von den Kraftwerken abgemeldet worden. Dann entsteht der Blackout und mit Blackout, einem längeren Blackout, ist die deutsche Industrie am Ende. Das ist geplant aus den bekannten Gründen. Gut, damit, das ist eigentlich die Bestandsaufnahme und das politische Bild, wie ich das sehe. Wie gesagt, wer das anders sieht, ich bin interessiert, auch andere Meinungen kennenzulernen. Für mich ist das das Plausibelste. Ich komme gleich zum Ende.
Damit kommt man jetzt also zum Anfang zurück. Die Wirtschaft und Gesellschaft, auch speziell die Gesellschaft in Deutschland, wird planmäßig zerstört. Die Bevölkerung wird planmäßig verarmt. Der bereits beschlossene und gültige Klimaschutzplan 2050 sieht eine Absenkung der Energie pro Person unter die Schwelle des Verhungerns vor. Das ist, wird alles am Parlament vorbei manövriert, wie das immer gemacht wurde, ist bereits gültig. Also mir kommen dann immer wieder doch meine Erinnerungen an die Zeit der 68er, wo ich ja damals sehr aktiv teilgenommen habe. Und so sehr die heute auch kritisiert werden, die Linken und die bösen 68er, es ist mal lohnend, sich doch wieder Dinge vor Augen zu führen, die damals schon rausgefunden hatten. Also die haben ja sehr viel auch ans Licht gebracht über die realen Machtverhältnisse, wer eigentlich die Politik steuert. Das war damals eigentlich alles schon bekannt. Ein wunderschönes Buch ist dieses, das beschreibt also, Herr Niromant war ein Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Teheran. Dieses Buch war die Bibel der 68er. Und das beschreibt in ganz nüchterner Art, wie erst England und dann Amerika es fertigbrachte, das iranische Erdöl unter seine Kontrolle zu bringen. Das ist in seiner nüchternen Art enorm überzeugend. Es ist also ganz faktisch und unemotional geschrieben. Wie gesagt, war die Bibel der Linken damals. Und interessanterweise zu diesem Buch hat Hans Magnus Enzensberger, der ja auch einer von den aufrechten Linken war, ein Nachwort geschrieben. Das steht hier. Also hier schreibt er, die iranische Ausnahme zeigt die Regel. Seit Jahr und Tag lügt uns die ganze europäische Presse über die armen Länder, unser Verhältnis zu ihnen nachdrücklich, konsequent und mit dem Eifer derer, die wissen, was sie tun, an. So wenig wie die glauben und so weiter. Was man uns vorsetzt über Guatemala, Vietnam, über Angola, Indonesien, das ist im Zweifelsfalle erlogen. Also diese Einsicht, was man heute als Lügenpresse zeigt, hat er damals schon als Linker für ganz Europa konstatiert. Gut, ein wichtiger Kernsatz, den ich auch wichtig finde, war immer der berühmte Satz, wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt. Das war ja auch ein Spruch der Linken. Wie sollen wir uns jetzt wehren? Ich denke, das ist im Grunde für uns ganz einfach. Es genügt sofort, den ganzen Quatsch über angebliche Weltprobleme, CO2, Rohstoffmangel, über die Krankheit Mensch, die Erde zerstört, einfach schlicht auf den Müllhaufen der Geistesgeschichte zu werfen und sich lieber über unsere erstaunliche Kreativität und Schaffenskraft zu freuen. Denken Sie mal an die Wunderwerke der Computer, die heute in jedem Haus stehen. Die waren vor 20 Jahren noch völlig undenkbar. Und das ist ein typisches Produkt der Kreativität, Schaffenskraft und Erfindungsgabe. Natürlich, wir können das machen, aber wir sollten das auch weiter sagen, weil die meisten Leute wissen das nicht und haben das noch nicht gehört. Dafür ist ja auch zuständig dieser ungeheure mediale Aufwand, mit dem uns all diese Katastrophen eingeredet werden. Ja, ich habe diesmal einfach so formuliert, wenn wir uns nicht mehr diese Katastrophen einreden lassen, dann können wir einfach sehr schnell das gewünschte Paradies haben. Es kostet uns nichts, wir brauchen es bloß zu wollen. Also yours for the asking. Ja? Und wenn ich sage, was steht eigentlich jetzt zwischen uns und diesem gewünschten Paradies, dann möchte ich mal so zusammenfassen. Zwischen uns und diesem materiellen Paradies liegt nur unsere Gehirngewaschenheit. Unsere Gehirngewaschenheit. So, das war mir ein Anliegen, dieses Mal rüberzubringen. Deswegen möchte ich mich jetzt nachträglich ganz herzlich bei den Organisatoren hier bedanken, die mir Gelegenheit gegeben haben, meine Gedanken dazu, die vielleicht auch irgendwo fehlerhaft sind, mal einer Öffentlichkeit nahezubringen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur späten Stunde. Applaus